Orchidee oder mal Piqué. Birkenback, der Bitch, ist begrenzte Rarität. Über Marim und Thomas, die Lokomotive, müssen wir eh nicht reden. Wann waren die eigentlich mal relevant ohne Promo-Moves? Ja, Mi! Hammer! 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 Ich hab mir geschworen, es kommt kein Video über Heuchler wie die hier. Aber manchmal muss man auf sich selber verzichten, weil es weitergehen muss. Kleine Kinder werden von vorne bis hinten verarscht, falsche Werte werden vermittelt und mich? Mich versucht man mit Geld zu bestechen. Darf ich das Geld trotzdem haben? Meine sehr geehrten Damen und Herren, endlich ist es wieder soweit. TikTok gibt wieder Content ohne Ende und wir sind wieder am Start. Donnerstags, 18 Uhr, wie immer. Ja, und wieder sitzen wir hier und müssen uns angucken, wie sich Kelps da draußen Scheine verkaufen. Und damit würde ich sagen, lang genug um den heißen Brei geredet. Und ein Tipp nebenbei, Realness kann man nicht mit Geld kaufen, aber dazu kommen wir gleich. Und Freunde, damit würde ich sagen, rein in die Masse wie Younes Amiri in der zweiten Klasse. Here we go! Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist Mariams Bruder, der gleichzeitig auch Manager von jedem Einzelnen der Gummibärchenbande ist. Also kurz und knapp, dass Bongo gut bezahlt hat, ist dank ihm. Naja, ich verkaufe ja kurz Seele von meiner Schwester und von den anderen, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, oder? Schmeckt gut? Ja. Papa, Bro, vor ein paar Tagen kam ein Statement von ihm online, worauf er die ganzen Sachen, die Younes Vater ausgepackt hat, widerlegt hat. Papa, Promo-Move an der Stelle, das nächste TikTok-Helps lädt auch meine Mutter hoch, ist ja mittlerweile normal geworden, aber nach den ganzen Statements... Wir haben ja noch eine Rechnung offen, weil wir darüber reden. Nein, nein, mit mir wurde nicht gesprochen. Nein, es wurde einfach hingenommen, dass dein Sohn Schulden bei mir hat. Oder du, weil du bist ja stellvertretend für deinen Sohn, dass du Schulden bei mir hast. Nein. Deiner Meinung nach schon? Geht es dich überhaupt was an? Nein. Hast du überhaupt Hintergrundwissen zu einer Zeit, in der du nicht mal mit uns gewesen bist? Nein. Seid ihr real? Nein! Ging sofort die nächste Promophase weiter. Hey Leute, was geht? Und zwar habt ihr alle bestimmt das YouTube-Video gesehen von Younes Vater, wo es halt um die Beziehung von Mariam und Younes geht. Also ihr müsst euch vorstellen, Younes Vater lädt ein Statement hoch, wo er sagt, mein Sohn ist dies und das, mein Sohn hier, mein Sohn da. Mariams Bruder antwortet, VPA Sports. Und die Gummibärchenbande auf TikTok fängt wieder an zu heulen. Sie sind beide zum Strand gegangen. Na, Baba, stell dir mal vor, du machst einmal im Jahr Urlaub, hast hart gearbeitet dafür, deine ganze Familie ist mit, du hast Spaß deines Lebens im Urlaub. Auf einmal läuft da so Younes Amiri am Strand vorbei. Ich bin seit 3 Stunden hier. Weinend. Die erlauben mir nicht mal mein Handy aufzuladen. Papa, Urlaub an der Stelle. Aber jetzt könnt euch doch mal die Kommentare von dem Statement von Mariams Bruder. Mohammed, du hast 100% recht. Mariam kann so stolz sein, so einen offen gebildeten und ehrlichen Bruder zu haben. Lass dich niemals unter... Junge, das letzte Mal, als der ehrlich war, war bei der Vertragsverhandlung mit Bongo. Also was wollt ihr mir erzählen? Er war ja so ehrlich, es wurden ja nur ein paar hundert Kindern hunderte von Euros nach Hause geschickt. So als Rechnung. Danke, Bongo. Kuss, Digi. Und das wäre die, ihr Talent auf TikTok posten? Ah, da gab's ja keine. Ja, der sitzt dort in 38 Minuten Länge, benutzt ein paar Wörter, die er selber nicht versteht und auf einmal ist er Held der Nation. Aber sehr komisches Spiel, was er mit den Menschen spielt. Nein, die haben sich zu... Die haben sich zum 800. Mal getrennt. Nicht. Aber wieso eigentlich? Oh, da war ja was. 2021 heiratet man islamisch. Nur damit Klicks besser... Oh, Harlan. Nur damit Klicks besser laufen. Ja, geile Aktion auf jeden Fall. Hört sich doch schon mal viel geiler an zu heiraten. War voll gut gekommen, ja? Aber ja, dass man sich trennen muss, wenn die Klicks nicht laufen. Und das hörst du ja eh ein paar Mal am Tag. Aber ihr wisst selber, das ist ja nicht mein erstes Video über die. Was hab ich euch eigentlich vor ein paar Monaten gesagt? Seitdem die auf einmal ihre Trennungspromo machen, steigen die Abos. Wieso soll man dann da aufhören? Was stimmt nicht mit euch? Es ist doch immer dasselbe. Läuft's nicht, muss die nächste Promo her. Walla, Freunde, nennt mir nur eine Person, die ihr da draußen kennt, die sonst über die redet. Ende, was machen die denn sonst? Lustige Videos? Nein! Deshalb nur so negative Promo lässt sie noch am Leben. Und ein paar Tage später, nachdem die eh wieder rumgeheult haben...
Ah, Papa, wir waren vor ein paar Tagen noch getrennt, haben in die Kamera geweint. Zwei Tage später sind wir im Urlaub. Jetzt mal eine ernste Frage, jetzt so aus reinem Interesse. Wie bucht ihr euren Urlaub? Also auf welcher Seite? Ihr seid doch getrennt gewesen. Es gibt so eine Seite, wo man einfach intern... Oh, ich check's nicht. Letzter Griechenland-Urlaub, Beziehung zu Ende. Dieser Urlaub, Beziehung zu Ende. Mamoru, könnt ihr auch mal fliegen, ohne dass Beziehung zu Ende geht? Das arme Land. Habt ihr doch zum Hund gemacht. Ey, PA Sports, an der Stelle. Nein. Schreib mal bessere Skripts, Digga. Langsam ist langweilig. Mag ehrlich jetzt. Nein. Aber okay, wenn wir das schon mal alles haben, fehlt ja nur noch. Boah, das wäre so peinlich. Wenn die kleinen Kinder wieder vor der Kamera verarschen, den TikTok-Matches. Ey, das wäre so peinlich. Wenn ich 30.000 erreiche, dann gehen wir spazieren. Digga, die wollen einfach mehrere hundert Euro an Spenden auf TikTok. Damit die sich zum Spazieren treffen. Junge, ihr seid gefühlt ein Zimmer weiter. Ja, nee, wie schwer ist es? Nicht, dass ich nächste Woche meinem Vater live gehe und bei 100 Likes treffen wir uns im Wohnzimmer. Wie kann man eigentlich an TikToker spenden? Stell dir vor, du gehst arbeiten stundenlang, damit du deinen Eltern sagst, ich habe kein Geld, aber spendest TikToker, damit die sich zum Spazieren treffen. Warte, mein Kopf macht's einfach nicht mit. Aber Sandra, nur mal so eine Frage nebenbei. Wie war das eigentlich, als ihr kurz Beef hattet? Welches Video hast du gepostet? Also Leute, bitte nehmt das als Tipp. Lasst euch bitte nicht verarschen. Das geht jetzt vor allem an die Jüngeren. Lasst euch bitte nicht blenden, lasst euch nicht abziehen. Das ist pure Abzocke, das ist einfach nur moderne Abzocke. Ja, immer noch stimmt. Ja, bei 30.000 kann man sich aber treffen zum Spazieren, ja. Ist ja alles verarsche. Du hast es doch selber gesagt. Danke. Junes Vater lädt Statement online. Hab kurz gedacht, das ist mein Sohn. So viel Mitleid habe ich bekommen mit dem. Also ehrlich, es war schon ein sehr emotionales Statement. Ob es jetzt stimmt, weiß man nicht. Es ist Dezember, jeder braucht Geld. Ich bin euch ehrlich, stellt euch doch mal vor, ihr zieht einen Sohn groß, so 20 Jahre alt ungefähr, und der haut ab, damit auf TikToks Likes kommen. Komm und check die Welt. Aber aus irgendeiner Ecke nach seinem Statement, wie gesagt, kam PA Sports auch. Nein. Und wird zum Manager des Jahres. Hast du einen Cent in die Musikkarriere deines Sohnes investiert? Einen Cent? Nein. Nicht einen Wert investiert ich, aber ich bin noch geldgeil. Sitz ich bis heute auf dem gesamten Geld, was ich investiert habe in die Musikkarriere deines Sohnes? Ja, sitz ich. Hast du irgendwie mal ansatzweise, du bist doch so ein toller Vater und schützt deinen Sohn, hast du ansatzweise einmal Bemühungen gemacht, um mich anzurufen und sagen, Hammer, wir haben doch eine Rechnung offen, wollen wir darüber reden? Nein. Jetzt mal eine Frage. Warum soll eigentlich Jonas Vater investieren, damit sein Sohn, der einen Manager hat, der so gesehen einen Sponsor hat, warum soll er investieren, damit er in der Musik Erfolg hat? Ja, ne, wollt ihr Klicks kaufen oder wofür investieren? Wofür bist du Manager? Damit du es in dein Instagram-Bio einfach so schreiben kannst? Ja, ne, du musst es doch machen. Aber wofür investiert denn ein Manager Geld? Ja, genau, um zu hoffen, dass alles gut läuft, noch mehr Geld zu machen. Ist es so? Ja. Und hat Jonas Musik Geld gebracht? Nein, nein. Und wallabag, ich sitze und sage sogar walla, hätte Jonas Musik halbwegs Anklang gefunden, hätte ein bisschen Erfolg gehabt und Geld reingeholt. Walla, er hätte diesen Punkt mit Minus niemals erwähnt. Ehrenmanager des Jahres, Digga. Wir sitzen hier eigentlich am Tisch zusammen. Der eine sagt, dein Sohn bringt mir nur Minus. Die andere trennt sich, wenn Klicks nicht laufen. Heult in die Kamera, aber macht Placements gleichzeitig. Und der? Ja. Also mehr muss ich ehrlich sagen, oder? Tamam, okay, wir gehen immer auf dieselben Themen ein, weil irgendwie schaffen sie es immer wieder, mit den billigsten Sachen wieder zu Hype zu kommen. Nur eine Frage stelle ich mir noch. Kann man sich so ein Eigentor schießen wie dieses hier? Aber zwei Gäste gab es dieses Mal in der Netflix-Staffel auch. Schubi Agapella, wach, Kalasch, Kalasch, ah, ah, glücklich wie noch nie. Die zwei Bläs da hinten, also Sarah und Yusuf, sind auf einmal auch Netflix-Darsteller geworden. Drehen erstmal schön zusammen, tanzen in den Videos zusammen und dann verkaufen wir uns wieder vor der Kamera, weil wir Skandale brauchen. Nur die Frage ist halt, was hab ich damit zu tun? Yusuf, der Bläs, der da hinten noch getanzt hat, schickt mir eine Meme. Ich will die ganze Netflix-Gang auflösen und schreibt mir dann auch noch, hast du Bock mir zu helfen? Ich bezahle dich doch dafür. Mangekyou Sharingan. Lass uns die Spiele doch beginnen. Stell dir vor, du willst mir Geld bezahlen, damit ich da sitze mit euch zusammen und Videos drehe? Steht auf meiner Stirn TikTok oder was versucht ihr mich da reinzuziehen? Schreiben mir privat. Oh mein Gott, wie kann man so hohl überhaupt sein, ja? Wenn du ein Video drehen willst, ich kann dir Chats, Memos und so schicken. Ich sag nein, lass mich da raus. Nein. Und es kommt eine Nachricht wie, ich hab dich akustisch nicht verstanden. Dann Ordnung, wie willst du eine Nachricht, die ich schreibe? Wie willst du die akustisch verstehen? Hast du ein iPhone 17, liest das deine Nachrichten vor? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also, da merkt man doch, die versuchen einfach mal Wörter zu sagen, um ein bisschen schlauer zu wirken. Bringt halt nichts, wenn man nicht weiß, was das Wort bedeutet. Und zwei Minuten später, wirklich zwei Minuten später, nachdem man versucht, mich zu bestechen, ein auf den Komm, macht mit, wir drehen ein Video gegen die. Postet Sarah so ein Video? Ach so, wärt ihr auch enttäuscht gewesen, wenn ich mit euch das Video gedreht hätte? Ja? Wärt ihr auch enttäuscht gewesen, wenn ich 200 Euro angenommen hätte, damit ich das Video für euch schneide? Dann, ich drehe doch selber Videos. Warum soll ich... Wärt ihr dann immer noch enttäuscht gewesen? Ich glaube nicht. Haben mir 200 Euro angeboten, damit ich ein Video mit denen drehe oder das Video schneide? Ah, Baba, Bruder, darf ich noch den Boden von eurem Hotel? Ich glaube, da liegen noch ein paar Fake-Tränen.
Foyer Yemişlerim. Wallabak. Und wisst ihr was? Es ist der, glaube ich, 56. Teil von TikTok-Clips. Ich wollte bei 50 schon aufhören. Nur Can meinte, mach weiter. Und ich habe weitergemacht, Digga. Ich wollte euch immer, weil das war immer mein Ziel auf dem Kanal, immer nur zum Lachen bringen. Auch wenn es viele Menschen gab, die nicht auf die Art und Weise von meinen Videos klargekommen sind. Weil ich sitze manchmal hier und schreie einfach. Aber das ist meine Art und Weise. Auch wenn viele vielleicht das nicht gefühlt haben, trotzdem saß ich Tag und Nacht hier, habe mein Herz und meine ganze Seele reingesteckt, nur um Leute zum Lachen zu bringen. Leute, die mich aus meiner depressiven Zeit rausgeholt haben, als ich Corona hatte. Leute, die mich rausgeholt haben, nachdem ich einen Autounfall hatte, die immer an meiner Seite war. Ich wollte die nur zum Lachen bringen. Aber immer, wenn ich ein Video rausbringe, wisst ihr, was das für Kopfschmerzen sind? Jamo kriegt ein Video ab. Ich muss einen Tag später 11 Telefonate führen, weil das Video weggestrikt werden soll. Ich sag, komm, mach. Und wurde es weggestrikt? Nein. Auf einmal kam nichts mehr. Emil, 3,2 Millionen Abonnenten oder so. Ich drehe zwei Spaßvideos. Walla, zwei Spaßvideos, damit man etwas lachen kann. Er ist mir eigentlich voll sympathisch. Auch wenn er Abitur hat und versucht, eine Flasche mit Feuer aufzumachen. Er ist mir trotzdem sympathisch gewesen. Und was kommt einige Tage später, nachdem mein Video online gekommen ist? Mach keine Faxen, bevor ich dir offline klatschen muss. Ah, herzlich willkommen, Emils Cousin aka Rocky Balboa. Oh, bitte nicht. Und ja, ich soll ja mit Can zusammen aufpassen, was wir in unseren Videos sagen. Auf jeden Fall machen wir das. Und über die ganzen anderen, bei denen auch nur Kopfschmerzen waren, nachdem ich ein Video hochgeladen habe, muss ich nicht mal erwähnen, weil die sind eh irrelevant geworden. Und ich sag's das erste und letzte Mal. Ich mache eigentlich nur Comedy-Videos. Aber ihr wisst selber, wenn es sein muss, dann kommen solche Videos. Und auf dieser Speicherkarte hier sind drei fertige Videos. Komm. Bist mir noch weiter ans Bein. Komm, mach doch. Ich habe da oben Leute erwähnt. Wenn ihr wollt, macht weiter. Die Videos sind schon fertig. Wollen wir mal sehen, wie das weiterläuft. Habt doch weiter, eure große Fresse. Kommt, macht doch mal weiter. Ich habe eine Community hinter mir. Eine Community, die seit Tag 1 real ist. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ihr wollt mit mir ein Spiel spielen? Kommt, wir fangen jetzt richtig an. Wir sehen uns. Peinlich, Walla, peinlich.